Unterwegs nach Urzador in Zentralarmenien. Eine Landschaft, die auf den ersten Blick karg aussieht, in der aber hunderte Tiere und Pflanzen leben. Er hilft, diese Vielfalt zu schützen. Ruben Khachatryan, Gründer der Stiftung FBWC und Filmemacher. Den Jugendlichen aus umliegenden Dörfern bringt Ruben Khachatryan im sogenannten Eco-Club bei, wie man seine eigene Heimat liebt, indem man ihre Natur schützt. Die Aufgabe heute: heimische Pflanzen fotografieren. Zwei Teams, 10 Minuten, los geht's. Kinder mögen spielen. Und für die Spielen, die brauchen Spielzeuge. Wir versuchen Kamera, Videokamera, Fotokamera als Spielzeug für den nützliche machen, damit sie sich verbinden mit Natur. Ja, diese Spielzeuge lassen uns oder helfen uns, dass die nah an die Natur kommen. Die Zeit ist um. Das Team von Lilith Gazarian kommt zuerst zurück. Ich mag den Eco-Club. Ich habe hier nicht nur neue Pflanzen, sondern auch neue Freunde kennengelernt. Wir machen Naturschutz. Das unterscheidet uns von anderen Jugendlichen. Ich möchte, dass meine grüne Heimat noch grüner wird. Ich denke an die Gesundheit und wenn ich die Natur schütze, dann schütze ich auch meine Gesundheit. Armenien hat viele Umweltprobleme, die dringend gelöst werden müssen. Extensive Landwirtschaft, Wilderei, illegale Abholzung. Mit ihren Filmen machen die Jugendlichen im Eco-Club darauf aufmerksam. Einige ihrer Filme gewannen internationale Preise. Wie Silent Scream, der stumme Schrei. Eine armenische Idylle. Tiere im Einklang mit Menschen. Und dann das. Ein Bär, der zur Belustigung seines Besitzers in Gefangenschaft lebt. Keine Seltenheit in Armenien. Dank solchen Filmen kann die große, weite Welt vom kleinen Land im Südkaukasus erfahren. Von seiner einmaligen Artenvielfalt, aber auch von seinen Umweltproblemen.